So, könnt ihr mich auch alle sehen? Ihr könnt mich gar nicht sehen. Das bringt es nämlich auch nicht, wenn ich ein Video mache und ihr seht nur meinen halben Kopf. Passt auf. Die Technik von heute ermöglicht alles. Herzlich willkommen zu einem Video, wo ich über einen YouTuber rede. Und zwar über den Steve. Und der hat ein Video über mich gemacht und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Natürlich werde ich auch noch ein Video ein bisschen was über ihn erzählen. Und wie er überhaupt zum Steve kommt, weil ich habe es immer noch nicht geschafft mit meinen 2000 Abonnenten und seit über 3 Jahren auf YouTube. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie man Leute verlinkt auf YouTube. Deshalb ganz easy, wie er zu diesem YouTuber kommt. Und es ist interessant, weil ich ja eigentlich nur YouTuber empfehle, die wirklich interessant sind. Er macht so eine Art Schneidevideos. Und jetzt schauen wir erstmal mein Video an. Das ist von Steve, nicht von mir. So. Ist natürlich erstmal immer ein bisschen ungewohnt, wenn man sich selber auf YouTube sieht. Aber fangen wir mal an. Erstmal danke nochmal für 1000 Views für das letzte Video. 1000 Klicks. Oh, Kacke. Das ist ein Tausendstel von einer Million und ein Hundertstel von 100.000. Schon ganz krass. Ein Abonnent von mir, der Torben, hat geschrieben, dass ich mal ein Video über DagiB und irgendwas über Hate machen soll. Ich habe meinen Kommentar nicht genau verstanden, aber lass uns einfach mal über Hate reden. Und DagiB auch noch ein bisschen. Der Torben hat mich im Europapark. Ja, ihr seht schon, er hat das auf jeden Fall so recht geschnitten und da merkt man wieder, wie wichtig es ist, ein Video überhaupt zu schneiden, weil ein Video durch Schneiden viel, viel besser wird. Aber ich habe keine Ahnung und deshalb tut es mir auch ein bisschen leid, dass ich hier meine Videos auch nicht schneiden kann. Und vielleicht, ich weiß nicht, ich müsste mit YouTube aufhören, weil ich habe einfach keine Zeit, um zu schneiden. Aber das ist jetzt völlig egal, wir wollen jetzt über den Steve reden. Am besten gebt ihr einfach auf YouTube oder wenn ihr gerade auf meinem Kanal seid, einfach mal der junge Zocker ein. Der junge Zocker, so habt ihr das gemacht. Da oben bin ich. Die Wasserleiche. So, dann geht ihr auf die Wasserleiche da oben. Und wenn ihr auf der Wasserleiche seid, dann habt ihr mal meinen Kanal hier, mein Bild. Relativ jung sehe ich auf dem Bild aus. Ich weiß gar nicht, wie das Bild überhaupt. Das Bild ist eigentlich nur einen Monat alt oder so. Auf jeden Fall, so sieht das aus. Und dann geht ihr einfach auf Kanäle bei mir. Und da oben seht ihr schon dieses blaue Kästchen, da steht es Steve. Und der hat jetzt aktuell 428 Abonnenten, hat der Steve. Schaut euch das mal an. Ihr müsst es euch schon angucken. Ihr müsst es euch schon angucken. So, das ist der Steve. Der macht Videos, indem er Videos schneidet. Teilweise von anderen YouTubern schneidet. Drachenlord habe ich gesehen. Sonst wäre ich niemals auf den Drachenlord überhaupt aufmerksam geworden. Ja, er schneidet einfach Videos und das finde ich richtig, richtig nice. Er macht sehr gute Videos. Und einfach bei mir in der Subbox gucken und da könnt ihr ihn auf jeden Fall mal anschauen. Und wir schauen uns jetzt einfach mal irgendein Video an. Und zwar Geburtstags-Giveaway. Ich habe jetzt schon lange auf mich warten lassen mit dem AK-47 Cartel Minimumware CSGO Geburtstags-Giveaway. Aber nicht deabonnieren, denn es wird direkt demnächst ein weiteres Giveaway geben, um eine M4A1S Deathrac Blood Tiger in Minimal Wear. Das zweite Giveaway wird genauso sein wie das erste. Nur, dass ich, Gutes Video. Gutes Video. Der hat natürlich noch andere Videos. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie du das überhaupt hinbekommen hast hier. Das hier alles. Ich habe da überhaupt keine Ahnung. Ne? Ich mache einfach meine Kamera an und fertig. Hast du irgendwie Scheiße gebaut hier? Und ich weiß nicht mal, was Giveaway heißt auf Englisch, weil ich überhaupt kein Englisch in der Schule hatte. Das rächt sich natürlich, weil ich nicht mal diese einfachen Wörter kann. Giveaway oder was weiß ich. Ich muss echt noch Englisch lernen. Das geht nicht. Auf jeden Fall, Steve, du bist ein sehr cooler YouTuber. Kommt aus Österreich. Und Steve stellt sich vor. Hier noch ein Video, euch ein bisschen Lust drauf machen. Und herzlich willkommen zurück bei mir im Steve. So, ihr Heute habt jetzt gibt's gerade wieder mal ein Moin Haus. Moin, ihr aktiven Freunde, gehört. Jetzt können natürlich viele denken, dass er das vom Chunky abgeguckt hat. Hat er aber nicht.
Black Ops 2 Video von Jimmy spielt, Link dazu bei mir auf dem Kanal in der Videobeschreibung. Das ist ein Infovideo für dich und wenn du schon Abonnent bei mir auf dem Kanal bist, ist es sicher cool für dich, etwas mehr von mir zu erfahren. Auf jeden Fall ist Steve ein sehr cooler YouTuber. Er ist nicht so geldgeil wie andere YouTuber. Er ist ein ganz cooler Typ. Er ist ein Österreicher, also kann nur gut sein. Beim Evo bedanken, dass ich bei ihm auf dem Kanal sein darf. Und ja, damit lass uns keine Zeit verlieren und wir starten. Ich weiß echt nicht, wie die Leute das hinbekommen, Videos so gut zu schneiden. Habe ich echt keine Ahnung. Nun ja, auf jeden Fall finde ich deine Videos richtig geil. Er bringt nicht jeden Tag was. Es macht natürlich auch Arbeit, ein Video zu schneiden. Meine Videos machen keine Arbeit. Ich könnte theoretisch jeden Tag 10 Videos hochladen. Mache ich natürlich auch nicht. Aber bei mir ist halt einfach so, ich lade jeden zweiten Tag ein Video hoch oder mal jeden Tag ein Video oder alle 3 Tage. Ich mache mir da keinen Stress. Auf jeden Fall ist Steve ein sehr cooler YouTuber. Kleine Eckdaten natürlich noch. Gibt's auch zum YouTuber. Er hat... Wo bin ich jetzt wieder gelandet? 428 Abonnenten. So viele Abonnenten hat er und hat 73.000 Klicks. Wow. 73.000. Wenn das Euros wären, geil. Haut rein, Leute, das war's. Bis zum nächsten Mal und abonniert doch meinen Steve. Es lohnt sich. Ciao.